Die einen feiern, die anderen sind in Panik. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Die, die feiern, das sind die Aktienmärkte vor allem. Die, die in Panik sind, das sind ganz offenkundig die Machthaber. Denn das, was da langsam so an panischen Aktionen kommt, das lässt doch tief blicken. Das geht los bei Deutschland. Da will man im Falle einer Rezession steuerfinanziert viele, viele Milliarden in die Hand nehmen, um den Konjunkturabschwung, um die Rezession irgendwie zu vermeiden. Und vor allem noch viel wichtiger eigentlich für die Welt ist das, was China tun will. Da hat man so Stantepede plötzlich mal die Berechnung des Leitzinssatzes geändert, was faktisch dazu führt, dass der Zinssatz sinken wird. Das ist das eine. Auf der anderen Seite dann die Kreditkosten für Unternehmen verringert, für chinesische Staatsunternehmen vor allem. Und das ist angesichts der Tatsache, dass diese Unternehmen alleine etwa 160% des chinesischen BIPs verschuldet sind. Faktisch also um und bei das Verhältnis zwischen dem griechischen Defizit etwa widerspiegeln. Und dann kommt noch ein bisschen Staatsschulden oben drauf in China. Wenn man da also die Kreditvergabe erleichtert, dann muss die ganze Geschichte schon ziemlich mies aussehen. Und das tut sie auch. Schauen wir uns mal ein paar Zahlen etwa an, wie es um die Situation steht in China. Da haben wir zum Beispiel die asiatischen Exporte nach China im Juli, Japan minus 9,3%, wir haben Korea minus 16,4%, wir haben Taiwan minus 3,4%. Also es geht ziemlich saftig nach unten und da ergreift eben den einen oder anderen die Panik, vor allem diejenigen, die wie in China nicht so wirklich demokratisch gewählt sind und nicht so wirklich sich leisten können, dass da möglicherweise mal ein bisschen Unruhe aufkommt, und zwar jenseits der Hongkong-Frage, die natürlich jetzt auch eine ziemlich kritische ist, weil vor allem die Trump-Administration diese Hongkong-Frage sehr stark mit dem China-Deal verknüpft, also mit einem Handelsdeal zwischen den USA und China. Ähnlich hat sich heute wieder Mike Pence, Vizepräsident der USA, geäußert, und das könnte noch eine ganz, ganz heiße Kiste werden. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die heute relevant, die heute interessant waren und die vielleicht übergeordnet etwas zeigen. Wir starten mal mit zum Beispiel dem, was wir an den Anleihemärkten sehen. Wir haben ja zuletzt immer wieder fallende Renditen, fallende Renditen, fallende Renditen, Negativrenditen. Über 16 Billionen an Anleihen haben eine Negativrendite. Heute zum Beispiel sehen wir, beziehungsweise schon auch am Freitag, sehen wir einen massiven Fall der 100-jährigen österreichischen Anleihe. Da war der Kurs gestiegen, 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 die Rendite dementsprechend gesunken, gesunken, gesunken. Jetzt geht die ganze Geschichte andersrum, weil die Märkte langsam riechen, oh, da wollen sich vielleicht manche noch stärker verschulden, und so viel Schulden ist vielleicht jetzt gar nicht so toll. Warum sollen wir dann sogar Negativrendite zahlen, wenn der Gläubiger immer schlechtere Bonität hat? Und das wird auch in den USA passieren. Schauen Sie sich mal diese Statistik an. Das ist das CBO Forecast, also praktisch das, die offizielle Vorausschau, die offizielle Prognose des Haushaltsausschusses in den USA, und da werden wir bald wohl über 140% zum BIP verschuldet sein in den USA, und dann stellt die Deutsche Bank eben auch die entscheidende Frage, wann werden die Anleihemärkte realisieren, dass da eine Schuldenlawine kommt, dass da immer mehr Anleihen wahrscheinlich auf den Markt geschmissen werden und die Anleger sind zufrieden mit solchen Mini-Renditen. Die wollen wir uns mal anschauen. Obwohl die heute eben gestiegen sind. Wir sehen hier etwa die 30-jährige US-Staatsanleihe deutlich wieder über der 2%-Marke, 2,07. Wir haben die 10-jährige wieder ein bisschen höher, aber auch nur bei 1,59%. Und die Märkte spekulieren einfach darauf, naja, die Amis, die müssen auch das machen, was der Europäer und andere schon längst gemacht haben, nämlich faktisch Negativrenditen einführen. Heute Morgen hatte ich unter Verweis auf Albert Edwards das als die große Eiszeit bezeichnet, wo praktisch alles eingefroren ist, wo es kaum mehr Rendite gibt, nirgendwo mehr praktisch eine Fluchtmöglichkeit ist. Und die einzige Fluchtmöglichkeit sind eben diese US-Dollar-Anleihen, sind US-Staatsanleihen, wo es noch ein bisschen was gibt, aber es wird eben auch tendenziell immer weniger. Wir haben dann möglicherweise einfach jetzt eine Situation, wo dieses Wirtschaftswunder, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt hatten, vorbei ist. Und es kommen vier maßgebliche Gegenfaktoren jetzt gegen die prosperierende Wirtschaft. Das eine ist die Deglobalisierung des Handels, sichtbar und symbolisiert in dem Handelskrieg zwischen den USA und China. Dann haben wir die rückläufige Zahl der Arbeitsfähigen. Wir haben immer mehr Rentner auf der einen Seite, die finanziert werden müssen, immer weniger, die als Arbeitende das finanzieren. Dann haben wir
trotz Internetrevolution eine tendenziell fallende Produktivität. Wir schaffen es also nicht, durch Produktivitätssteigerungen das Ganze auszugleichen. Und gleichzeitig natürlich rekordhohe Schulden. Und das Ganze macht einen so giftigen Mix, macht auch mit dieser Notenbankpolitik einen so giftigen Mix, die immer klarer zeigte, dass sie nicht funktionieren wird. Aber sie wird weitergemacht, weil man eben hofft, ja, vielleicht funktioniert es diesmal. Offenkundig hat 10 Jahre Stimulus nicht ausgereicht, um jetzt noch mehr Stimulus machen zu müssen. Also ein selbsttragender Aufschwung sieht irgendwie anders aus. Schauen wir uns noch die Situation an. Hier, da habe ich hier gleich eine Pistole eingezeichnet. Da ist praktisch eine Art Spasmus des Marktes. Wir sehen den New York Advanced Decline Linie. Das ist also praktisch die Zahl der Aktien, die steigen, minus die Zahl derjenigen, die fallen. Und hier sehen wir rauf, runter, rauf, runter. Also total zuckend, total ohne jede wirkliche Sinnhaftigkeit, wie es ausschaut. Wir haben auf der anderen Seite, wenn wir wieder zurück zu den Anleihenmärkten kommen, einen Gleichlauf zwischen dem Goldpreis und der Rendite oder der Negativrendite globaler Anleihen. Hier sehen wir, das geht relativ Hand in Hand. Man hat also praktisch oder kann den Goldpreis sozusagen traden, wenn man will, anhand des Volumens der Negativrenditen, die es in der Welt gibt. Wir haben dann natürlich Sid Donald, der sich wieder geäußert hat, gesagt hat, ja, also die Fed, die müsste eigentlich mal den Leitzins um 100 Basispunkte um 1% senken und am besten noch Quantitative Easing betreiben. Und da hat er mal wieder richtig auf die Kacke gehauen. Das ist das erste Mal, dass Donald Trump aktiv Quantitative Easing, also den Kauf von Anleihen, fordert. Schauen wir uns mal seine Aussage an im Jahr 2011. Damals lag die Arbeitslosenquote bei 9%. Jetzt sind wir zumindest offiziell so bei knapp unter 4%. Damals hat er gesagt, die rücksichtslose, die vermaledeite Politik der Fed, der Niedrigzinsen und der Flutung der Märkte mit Liquidität, mit Dollars muss gestoppt werden oder wir werden eine Rekordinflation erleben. Naja, was sind schon 8 Jahre, wenn man sozusagen keinen Wert mehr auf das Geschwätz, auf das eigene Geschwätz von gestern legt. Schauen wir uns noch ein paar Sachen an in Sachen Märkte. Und da haben wir Interessantes hier zum Beispiel. Wir haben im Grunde jetzt im S&P 500 einen Triple-Boden, etwa im Bereich 2820. Und wir haben einen Triple-Top, etwa im Bereich 2940, also ein Range von 120 Punkten. Das ist natürlich schon eine Menge Holz, das sind 4-5%, aber da bewegt sich der Index und die Frage wird sein, was wird Jerome Powell dann in Jackson Hole am Freitag erzählen? Denn es gibt eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was die Fed offiziell erzählt und dem, was die Märkte, vor allem die Anleihenmärkte erwarten. Diese Differenz muss kleiner sein oder muss kleiner werden, genauer gesagt, wenn die Fed einfach so weitermacht mit ihrer Rhetorik, dann müssen die Anleihenmärkte crashen, weil dann die Erwartungshaltung falsch ist. Aber vielleicht ist es wahrscheinlicher, dass die Fed den Anleihenmärkten etwas entgegenkommt. Das jedenfalls ist die große Frage, die sich jetzt stellt. Die Märkte werden kaum mehr zufrieden sein mit einer 0,25% Zinssenkung im September. Es muss schon ein halbes Prozent sein, sonst könnte da einiges an Turbulenzen kommen. Was haben wir noch? Wir schauen uns einfach ein paar Charts an. Was Sie hier sehen, ist der S&P 500, die Charts wieder von Capital.com 2923. Es geht nach dem Abverkauf stetig rauf, aber es ist so ein bisschen wackelig, es ist so ein bisschen, naja, Stück für Stück, es ist nicht der ganz große Impuls. Klar, wir haben heute mit einem Gap nach oben wieder eröffnet, weil alles gut ist, weil die Trump-Administration diese Huawei-Lizenzen nochmal jetzt um 3 Monate verlängert hat. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, was ändert das eigentlich? Denn Fakt ist, wie hier ein Leser bei Finanzmarktwelt geschrieben hat, am 1. September kommen die Zölle. Das ist Fakt. Und China wird Gegenmaßnahmen einleiten und die Chinesen sind nicht so dumm wie die Märkte und lassen sich davon beeindrucken, dass hier so Goodwill-Maßnahmen, so ein kleines Zuckerl gegeben wird. Da geht es um ganz andere Fragen. Auf der einen Seite werden immer mehr chinesische Firmen auf Sanktionslisten gesetzt. Auf der anderen Seite wird Taiwan aufmunitioniert durch die USA. Heute hat der Außenminister Chinas gewarnt und gesagt, die Amerikaner werden die Konsequenzen dessen tragen müssen. Aber die Märkte denken eher unpolitisch und sind einfach so in diesem Rausch. Stimulus, Hauptsache da passiert wieder Liquidität, Hauptsache Trump hat jetzt diese Huawei-Geschichte ein bisschen verschoben. Ob das reichen wird, müssen wir sehen. Wie gesagt, das war der S&P 500. Schauen wir uns dann den Tech-Index 100 an, der aktuell, wenn er denn kommt. Oder schauen wir uns erstmal dann den Dow Jones an, 26.148. Nicht ganz so stark wie etwa der Tech-Index, der Nasdaq 100. Oh, schauen Sie mal diese Kerze.
was das auch immer ist. Nein, ist ein Fehler im Chart, so sehr auch mancher Short sich vielleicht das wünschen möge. Der DAX hat wieder so ein bisschen Probleme jetzt bekommen, hat so dieses impulsive Momentum, das ihm am Freitag noch gegeben war, ein bisschen verloren, ohne jetzt wirklich deutlichere Schwäche zu zeigen. Euro-Dollar nach wie vor unter der 1,11er-Marke in Erwartung weiterer EZB-Maßnahmen. Wir sehen den Goldpreis jetzt wieder über der 1500er-Marke. Wir waren heute schon deutlicher drunter und wir sehen den Crude-Oil-Preis, wenn er denn kommt. Da muss man einfach mal mit Nachdruck auch draufdrücken. Dann sind wir bei $55.54. Also die Machthaber geraten scheinbar in Panik. Das heißt Stimulus. Die Märkte, die zucken fröhlich und sagen sich, hurra, jetzt wird doch wieder alles besser. Aber die Frage ist, kommt das zu spät? Was wird das erreichen? Ist das nicht letztendlich auch wieder eine Verzweiflungsmaßnahme? Ist das so erfolgreich wie letztendlich 10 Jahre Notenbankpolitik mit Stimulus, mit Negativzinsen, mit Quantitative Easing? Was hat es uns gebracht? Eine Scheinblüte, die jetzt sozusagen den fundamentalen Faktoren weichen muss. Und diese 4 Gegenwinde habe ich gezeigt vorhin. Die Deglobalisierung auf der einen Seite, die immer geringeren Arbeitskräfte, die immer mehr Rentner finanzieren müssen und. Also da ist einiges eigentlich strukturell in der Mache. Man kann strukturell eigentlich nur ein Bär sein. Das heißt nicht, dass man auch für die Aktienmärkte ein Bär ist, denn die sind grundsätzlich manipuliert. Das haben wir heute mal wieder hervorragend gesehen. Die funktionieren wie pavlovsche Hunde. Sobald es klingelt, dann entwickeln sie Speichel. Naja, wer es mag, ich wünsche erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.